So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und was haben wir hier vorne? Wir sehen einen neuen Raid Boss. Der ist seit gestern Abend da. Wir drücken mal kurz drauf in der Nearby-Liste, gucken uns an, wer das ist. Ne? Wurde ja groß angekündigt, 44-Stunden-Ei, 6-Stunden-Ei. Die Erwartungen waren groß und jetzt ist es einfach nur ein Psiao. Die Erwartungen sinken wieder. Wie ihr seht, es ist auch kalt, es ist nass. Es ist Schnee, alles ist auf jeden Fall voll. Wir laufen jetzt aber zum Psiao, machen da den ersten Raid, weil wir den Pokédex-Eintrag natürlich brauchen. Ich bin auch, glaube ich, mit Cumulus befreundet, Glücksfreund geworden. Das heißt, ich könnte direkt Cumulus tauschen und mir den Lucky-Eintrag holen, wenn ich das selber gefangen habe. Gleichzeitig ist natürlich hier diese Pionier 40 Herausforderung da. Die wollen wir jetzt auch fertig machen im ersten Kapitel. Dafür müssen wir noch 10 Power-Ups verwenden. Wir müssen noch 2 gute Würfe machen. Das andere ist schon fertig. Das waren, glaube ich, 15 Pokémon-Fang. Das werden wir gleich verbinden, anstatt eben für jedes Kapitel wieder eine extra Folge zu machen. Und ich merke jetzt schon, das Schuhwerk ist wieder mal beste. Ihr rutscht die ganze Zeit hier auf diesem komischen Matsch aus. Dort ist schon wieder Fernsehteam, alles am Start. Und während wir nebenbei die Pionierherausforderungen fertig machen, mal gucken, was das zweite Kapitel ist. Das werde ich vielleicht morgen bei dem Kyurem Community Raid fertig machen. Haben wir ja trotzdem hier noch diese Level 41 Herausforderungen. 20 Power-Ups bei Legendären, 30 Raids und 200 Pokémon an einem Tag. Klingt erstmal nicht so spannend. 30 Raids. Kommt also drauf an, wie viel ihr reincasht. Wenn ihr viel reincasht, könnt ihr das alles an einem Tag machen. Außer ihr nehmt immer nur den täglichen Pass, dann dauert das halt 30 Tage. Das Gute ist, morgen ist auch Raid Mania. Vielleicht sind die 30 Raids dann schon vorbei, weil bei der Raid Mania das alles fertig gemacht wird. Und ansonsten... Servus. Ansonsten würde ich sagen, wir machen uns jetzt mal hier Platz. Ich müsste nämlich eigentlich die Handys jetzt hier hinlegen, damit ich mit dem Rest noch mitmachen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Ich melde mich auf jeden Fall gleich zurück, wenn ich mir hier eine Ablagefläche gebastelt habe. Und dann machen wir den Psiao Raid. So, wir werden es jetzt anders machen. Ich habe Glück, dass das kein 5er Raid ist, denn wenn es ein 5er Raid wäre, hätte ich mir das wirklich jetzt hier irgendwo hinlegen müssen, damit ich das auch andrücken kann. Ich habe es jetzt anders gemacht. Ich habe die Handys einfach hier unten hingelegt, neben den Rucksack. Das ist ja nur ein 1er Raid, den müsste man also locker schaffen. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt hier drauf gehe, ob das funktioniert. Ja, die anderen Accounts sind wie gesagt schon drin. Wir werden den jetzt hier mitmachen. 80 Sekunden und ich sehe jetzt schon ein Problem. Mit dem einen Handy, immer wenn ich auf die Lobby drauf gehe, also immer wenn ich auf den Raid gehe und will den Raid machen, die anderen sind drin, der eine ist nicht drin. Warum? Der hat sich aufgehangen. Jetzt habe ich die App neu gestartet. Ich bin wieder auf den Raid und es hat sich wieder aufgehangen. Habe die App wieder neu gestartet, ich bin wieder auf den Raid und es hat sich wieder aufgehangen. Aber das bei dem einen Handy. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Ich habe aber in der Gruppe schon gelesen, irgendwo heute, hat auch einer gemeint, habt ihr auch die Probleme, dass wenn ihr einen Psiao-Raid machen wollt, dass sich das Handy aufhängt. Haben also mehrere wahrscheinlich das Problem gehabt. Ich habe es die ganze Zeit noch nicht gemerkt, denn ich habe ja auch keinen Psiao-Raid gehabt. Jetzt habe ich einen Psiao-Raid und einer kommt nicht rein, weil sich jedes Mal die Lobby aufhängt. Trotzdem sind es jetzt 5 von 6 Accounts, die sind drin. Konda sind egal, aber wenn das ein Psycho-Pokémon ist, ja, nehmt halt... Unlicht. Nein, keine Ahnung, Bissknöscher. Ja, es hat jetzt Unlicht-Pokémon rein. Es hat Stahl-Pokémon rein, die auch Psycho-Attacken haben. Nehmen wir einfach mal so mit, wie es ist. Die werde ich dann wahrscheinlich aufsammeln, werde wieder zurücklaufen. Und da man ja nicht unnötig raus soll, ja, habe ich mir gedacht, verbinde ich das Ganze nämlich. Habe nämlich gestern vergessen, mein Pfandzettel abzugeben. Den habe ich immer noch einstecken und werde dann sowieso, weil das hier über den Markt ist, gleich mal in Rewe steppen. Werde mir im Rewe erstmal was zu essen holen, den Pfand abgeben, noch was zu trinken einkaufen, weil, weiß ich nicht, das Wetter ist eh mies, man muss ja nicht sinnlos raus. Also
werden wir uns fix was holen. Werden uns dann freuen, wenn wir wieder zu Hause sind. Dann die Videos noch schneiden, dann hochladen. Dann müsste das alles passen. Jetzt ist 11:45 für euch, falls ihr das seht, dass ihr wisst, wann ich das gemacht habe. Ist auch der zweite Raid, der jetzt gewonnen ist. 685. Ich weiß leider die Werte nicht. Wir nehmen das aber direkt mal mit. Mit gelber Beere für die doppelten Bonbons. Übrigens gab es auch bei der Sananabeere, nicht Sanana, bei der Nanab, also bei dieser Banane, eine Änderung. Wenn ihr die jetzt auf wilde Pokémon werft, dann greifen die gar nicht mehr an, ja. Vorher haben die halt nur so halb angegriffen, also ganz mit Beere nur so halb, und jetzt mit Beere greifen die gar nicht mehr an. Das ist auf jeden Fall nochmal eine Änderung. Leider gilt das nicht für Raid-Bosse, nur für wilde Pokémon. Das haben wir jetzt drin, 685. Und da ich ja eh für die Champion-Medaille 1000 Raids brauche, kann man ruhig davon ein paar mehr machen, solange das nur in den Raids ist, um Bonbons zu sammeln. Da müsst ihr keine Sonderbonbons da reinstecken. Wir bewerten das jetzt aber noch. Okay, ist auf jeden Fall schlecht. 685. Und wir müssen noch zurücklaufen. Ich muss aber kurz erstmal die Handys hier einpacken, dass ich die mitnehmen kann. Beziehungsweise, was ist das denn? Der ist auch nicht reingekommen. Jetzt muss ich den nochmal extra machen. Und die anderen kann ich schon abholen. Bruder, was ist denn los hier heute? So, 685, 691. Und der letzte hier, der große, ihr müsst halt 100 mal draufdrücken, hat 708. Den können wir ja mal mitnehmen. Und vielleicht haben wir jetzt hier zum Beispiel ein männliches und hier ein weibliches dabei. Dann haben wir das auch schon beides voll. Der war wahrscheinlich drin, ist aber wieder rausgeflogen. Keine Ahnung, wo da jetzt das Problem ist. Der hier hängt immer noch hier, kann nicht beitreten, keine Ahnung. Pokédex registriert. Wir bewerten den mal kurz, weil das der beste ist. Vielleicht haben wir da noch ein gutes dabei. 15, 11, 15 ist das, glaube ich. Gut. Ich melde mich gleich zurück. Ich packe das mal jetzt hier alles ein. So, damit ihr auch seht, dass ich nicht geflunkert habe. Hier ist also mein Pfandzettel mit 9,45 €. Den habe ich leider gestern vergessen abzugeben. Den werde ich jetzt heute noch abgeben. Es ist sehr ruhig natürlich, allgemein. Bleibt einfach zu Hause. Und wir haben hier immer noch, können die Belohnung abholen. Brauchen noch einen guten Wurf. Den können wir ja jetzt hier beim Tauboga machen. Mach mal einen guten Wurf bei Tauboga. Das ist sogar ein großartiger. Ist also besser als gedacht. Und 10 Power-Ups. Das muss jetzt nichts Besonderes sein, dass mir den... Also, na gut, theoretisch, wenn ich schlau wäre, würde ich das gleich verbinden. Würde 10 Power-Ups bei Legendären machen. Dann zählt das nämlich für die Pionieraufgabe und gleichzeitig auch für die Level 41er Aufgabe. Die Frage ist halt, habe ich noch ein Pokémon, ein legendäres, was ich pushen kann? Wir können ja mal legendär eingeben. So, legendär. Wichtig ist, nicht auf das Maximallevel pushen. Da gibt es nämlich dann auch Probleme. Und jetzt mal hier durchschauen, was man davon vielleicht noch mitnehmen kann. Was ist hier das beste Kyurem? Kyurem ist an sich dann günstig. Ist ein 96er mit 15 Angriff. Aber Kyurem kommt jetzt zurück. Wäre also Schwachsinn, ein Kyurem zu nehmen. Was haben wir hier? 22,97. Ramses Army ist auch ein 96er. Brauche ich die Bonbons aber eigentlich für meinen 100er? Ich habe keine Ahnung. Terrakium ist weg. Was ist das beste Terrakium? Lassen wir uns mal Terrakium schmecken. Das hat 15, okay. Die anderen haben 26, 25, hier 20, 96 ist da das höchste ohne Wetterboost. Ist das wenigstens ein besseres? Hat auch keine 15, also ich habe keine Ahnung, was man von dem ganzen Gesocks pushen soll. Vielleicht nochmal ein Giratina. 26, 22, das sind 6, mach mal das. Giratina ist immer gut, mit Spukball auf jeden Fall. 10 Stück, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Müsste auch gleich für die Level 41 Aufgabe zählen. 10 von 20, genau. Ich glaube, die nächsten 10 werde ich bei dem dann auch irgendwann noch machen. Jetzt haben wir aber erstmal das Kapitel fertig. Da gibt es auch eine Pokémon-Belohnung. Psiao auch gefangen. Gucken wir, was jetzt hier drin ist. 1000
Staub. Pokémon-Begegnung beginnt einen Geronima. Das gibt es ja eigentlich nur aus der Go Battle League. Deswegen würde ich euch raten, auch da eine gelbe Beere zu nehmen. Da auch drauf zu schmeißen. Zack, Geronimats mitgenommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Rewe. Also wir nicht. Ihr seid ja nicht dabei. Wir gehen auf jeden Fall dann in Rewe. Und jetzt weiß ich aber, was da drüben ist. Daniel Koop TV. Müsste man gleich mal hin und fragen, warum habt ihr eigentlich keine Maske auf? Aber vielleicht ist ja auch einer Asthmatiker wie ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es schön, wenn man den ganzen Tag in der Wohnung sitzt, mal kurz 5 Minuten wirklich einfach vor die Tür zu gehen und frische Luft zu schnappen. Ich verbinde das ja schon gleich, dass ich nur einen Raid mache, ganz nah an der Wohnung und dann direkt einkaufen gehe. Also dürfte jetzt nicht das Problem sein, hoffe ich zumindest. Wenn ich sehe den ganzen Tag, dass die Leute hier über den Markt schlendern und an jedem Geschäft rumstehen mit 20 Leuten zusammen und alle gucken da rum und machen da, dann denke ich, muss das sein. Das Geschäft steht in 10 Jahren auch noch. Es ist erst neu da. Klar, die Leute sind neugierig, aber trotzdem. Und man selber, wo man einfach nur am Sterben ist, wird man dann immer gleich verprügelt. Aber egal. Das sieht man ja nicht von außen. Von außen sieht es aus wie Schwerverbrecher. Wir haben jetzt hier das zweite Kapitel. 15 verschiedene Arten, verschicke 10 Pokémon, 15 Sanana-Bären. Das haben wir bestimmt morgen beim Kyurem-Raid fertig. Seht ihr also morgen, was wir da rausholen, denn morgen ist wieder Community-Raid mit Kyurem. Den nehmen wir auf jeden Fall dann mit. Und würde ich sagen, melden wir uns dann morgen zurück beim... Ach nee, das war's ja noch gar nicht. Wir haben ja heute noch den... Wir haben ja heute noch die Spotlight-Stunde und ich rutsche wirklich alle 5 Meter, rutsche ich hier aus auf dem Schnee und fliege halb aufs Maul. Weiß nicht, ob man das sieht. Ich verziehe mich jetzt in Rewe. Da war nämlich schon wieder die Polizia. Gestern schon angehalten. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.